Jess Cliff, einer der Erfinder des immens erfolgreichen Multiplayer-Shooters Counter-Strike, ist in der US-Großstadt Seattle verhaftet worden. Was ihm vorgeworfen wird, erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Medienberichten zufolge wird ihm vorgeworfen, Kinder sexuell missbraucht und ausgebeutet zu haben. Sein Arbeitgeber Valve hat ihn nach Bekanntgabe der Vorwürfe suspendiert. Demnach sei der bislang unbescholtene Spieleentwickler in der letzten Woche verhaftet worden. Eine offizielle Anklage wurde noch nicht erhoben. Die Verhaftung soll jedoch in Zusammenhang mit Kindermissbrauchsvorwürfen stehen. Die Staatsanwaltschaft spricht gegenüber dem Sender davon, dass solche Vorwürfe üblicherweise auf die Erstellung von kinderpornografischem Material hindeuten. Sein Arbeitgeber Valve, bei dem er 2003 als Entwickler inoffizieller Half-Life-Mods wie Counter-Strike angeheuert hatte, hat den Entwickler suspendiert. Valve äußerte sich zu dem Fall: Wir erfahren gerade erst Details darüber, was passiert ist. Berichten zufolge wurde er wegen eines schweren Verbrechens verhaftet. Deswegen haben wir ihn suspendiert, bis wir Näheres wissen. Jess Cliff hatte in dem Jahr 1999 gemeinsam mit Min Lee den Taktik-EU-Shooter Counter-Strike erfunden. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es doch mit euren Freunden und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Das war's für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.